Wird die Hinzuverdienstgrenze bei voller Erwerbsminderungsrente ab dem 1.10.22 angehoben, weil der Mindestlohn auf 12 Euro steigt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Am 1.10.2022 startet die neue Minijob-Obergrenze 520 Euro. Dahinter steht der Anstieg des Mindestlohns auf 12 Euro. Und viele EM-Rentnerinnen und EM-Rentner stellen uns auf rentenbescheid24.de die Frage, was passiert denn ab dem 1.10. mit der Hinzuverdienstgrenze bei der vollen Erwerbsminderungsrente? Bleibt diese bei 6.300 Euro oder steigt die gleichsam mit der Mindestlohnerhöhung an? Minijobber erhalten ab 1.10.2022 520 Euro statt 450 Euro bei 10 Stunden Arbeit in der Woche. Der Mindestlohn steigt auf 12 Euro. Das ist sozusagen der Grund, warum auch die geringfügige Beschäftigung da ansteigt. Es gibt neue Regelungen beim Minijob, auf die ein Rentenbezieher mit einer vollen Erwerbsminderungsrente unbedingt aufpassen sollte. Wenn Sie nur 12 Mal im Jahr 520 Euro neben der Rente, also neben der Erwerbsminderungsrente, dazu verdienen, das sind 6.240 Euro, dann ist alles gar kein Problem. Ja, 6.240 Euro sind kleiner als 6.300 Euro. Dann bleiben Sie genau unter der Hinzuverdienstgrenze bei der vollen EM-Rente. Also keine Anrechnung des Verdienstes an die Rente. Überschreitet aber der durchschnittliche Monatsverdienst der Minijobgrenze, die Minijobgrenze, liegt kein Minijob mehr vor. Davon ausgenommen sind sogenannte unvorhergesehene Überschreitungen des Einkommens. Und das, was unvorhergesehen ist, ist seit dem 1.10.22 oder für den 1.10.22 endlich gesetzlich auch mal festgeschrieben. Überschreitet der Minijobber bis zu 2 Kalendermonate im Jahr unvorhergesehen seinen Hinzuverdienst von 520 Euro, maximal um weitere 520 Euro, dann sind Sie weiterhin im Minijob, gibt es keine Probleme. Der Minijobber darf somit im Normalfall 6.240 Euro anrechnungsfrei an die Rente dazu verdienen, gar kein Problem. In Ausnahmefällen bis maximal das 14-fache der Minijob-Obergrenze, also 7.280 Euro, 14 mal 520 Euro. Wenn Sie also von Ihrem Arbeitgeber gebeten werden, in einem bestimmten Monat nach dem Oktober 2022 wegen unvorhergesehener Erkrankung irgendeines Mitarbeiters länger zu arbeiten und Sie verdienen statt der normalen 520 Euro dann das Doppelte, dann überschreiten Sie sozusagen bei Jahresbetrachtung die Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro, die für Sie im Rentenrecht bei der vollen EM-Rente gilt. Und dann erhalten Sie auf einmal nicht mehr die volle EM-Rente, sondern nur noch die Rente oder die Rente nach Anrechnung des Hinzuverdienstes, der über den 6.300 Euro liegt. Und das sollten Sie sich bitte immer vor Augen führen, dass das wirklich ein großes Problem für Sie sein kann. Das wird möglicherweise im Jahr 2023 von Ihnen vielleicht gar nicht bemerkt, aber im Jahr 2024 zur Spitzabrechnung kann das böse Erwachen für Sie kommen, wenn die deutsche Rentenversicherung von Ihnen dann überzahlte Rente zurückfordert. Und dann gibt es noch ein anderes Problem, womit Sie Ihre Rente möglicherweise sogar noch in Gefahr bringen. Wenn Sie in einem Monat statt der 10 Stunden dann 20 Stunden arbeiten pro Woche, kann es sein, dass Sie sogar Ihre volle Erwerbsminderungsrente in Gefahr bringen, weil das Gesetz sagt nämlich, Sie dürfen in der Woche nicht mehr als 15 Stunden oder pro Tag nicht mehr als 3 Stunden arbeiten. Bis dahin liegt volle Erwerbsminderung vor. Ich sage auch, der Gesetzgeber muss reagieren, denn wir haben auch da ein Problem. Der Mindestlohn ab dem 1.10.22 ist ein dynamischer Mindestlohn. Das heißt also, wenn im Jahr 2023 der Mindestlohn nicht mehr bei 12 Euro liegt, sondern dann bei 13 Euro liegt, dann sind wir ja nicht mehr bei 520 Euro, sondern bei einem viel höheren Betrag, den ich monatlich als Minijobber kriegen kann. Damit überschreite ich schon mal per se die 6.300 Euro, wenn ich das mal 12 nehme. Also habe ich dann ein Problem. Und deshalb muss der Gesetzgeber aus meiner Sicht die Hinzuverdienstgrenze bei den 6.300 Euro
bei der vollen EM-Rente spätestens im Jahr 2023 bei der nächsten Anpassung des Mindestlohns von 12 Euro dann höher auf jeden Fall dann auch anpassen oder sogar dynamisieren. Ich kann nur allen Minijobbern raten, die eine volle EM-Rente beziehen, bitte genau aufpassen und gegebenenfalls zusätzliche Arbeitsangebote durch den Chef, den Arbeitgeber, einfach ablehnen, damit es nicht zu einer ungewollten Kürzung Ihrer EM-Rente kommt und Sie in der Spitzabrechnung im Folgejahr möglicherweise auch noch Geld an die Rentenkasse zurückzahlen müssen. Nach aktueller Lage ist es so, dass die Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro bei der vollen Erwerbsminderungsrente nicht durch den Gesetzgeber erhöht wird. Es gibt keine Anpassung dieser Hinzuverdienstgrenze im Zuge der Erhöhung des Mindestlohnes auf 12 Euro. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.